Ich werde es aber jetzt gleich ablegen, dann kann ich auch endlich essen. Wenn du willst, dass etwas gut wird, dann liebe es wahrhaftig. Denn das, was wahrhaftig geliebt wird, hat keine andere Wahl, als diese Liebe zu erwidern und weiterzugeben. Das gilt für alles, für unsere Arbeit, unsere Beziehung zum Leben und vor allem für unsere Kinder. Wow! Ist echt alles dabei. Was? Naja, auf der Kamera sieht man jetzt wahrscheinlich nicht viel. Aber wir haben hier Gurken, Paprika, Karotten, Tomaten, Oliven, Papaya, Datteln. Steht gar nicht auf, oder? Süßkartoffeln. Salat. Und eine Riesenportion Guacamole. So, die haben das reicht. Der Rest ist für uns, weil wir brauchen auch noch. Soll ich die aufs Brot schmieren? Ja. Willst du mit Brot haben? Hier ist auch noch Brötchen. Eine Avocado, ne? Ah, super. Willst du Brötchen? Wir spüren so viel Liebe. Liebe für unser Essen, was wir gemeinsam zubereitet haben und gemeinsam genießen. Freust du dich auf die Guacamole? Ich freue mich nicht nur, ich esse sie schon. Wir spüren Liebe für unsere Kinder und bekommen diese zehnfach zurück. Wir lieben den Lebensstil, den wir gewählt haben und die Freiheit, die wir uns genommen haben. Wir lieben die Gemeinschaft, die gemeinsamen Momente, die geteilten Erlebnisse. Es war so, so, so lecker. Wir haben alle zu viel gegessen und wollten einfach nicht aufhören. Marie fiebert heute etwas. Was heißt etwas? Das war bisher bei ihr immer so, wenn ein Zahn durchschiebt. Und wir spüren ihn auch schon. Ein Backenzahn kommt jetzt noch. Jetzt packen wir gleich zusammen und gehen noch kurz was einkaufen. Und gleich machen wir einen super lecker Kuchen, den wir schon die letzten Tage genossen haben und der jetzt alle ist. Und jetzt muss ein neuer her. Den Rohkostkuchen machen wir erst morgen, weil die Cashews und Mandeln dafür eingeweicht werden sollten. Allerdings haben wir jetzt eine super leckere Tomaten-Kürbissuppe mit Palmnudeln, Gurken-Tomatensalat und 3 von 4 Kindern schlafen jetzt auch schon. Das heißt, es wird ein wahrer, bewusster Genuss und ich glaube, da freuen wir uns jetzt alle sehr drauf. So, alle 4 Kinder schlafen. Das wird hier. Ich werde es aber jetzt gleich ablegen, dann kann ich auch endlich essen.